Wir sind endlich auf Norderney angekommen. Das Wetter ist ganz toll, ein bisschen windig, aber absolut in Ordnung. Wir haben unser Gepäck abgegeben, beziehungsweise in dem... Nee, das hört sich blöd an. Kannst schneiden, ne? Wir haben unser Gepäck einfach ins Zimmer geschmissen, fertig gemacht und gehen jetzt mal ein bisschen zum Strand. Wir gehen den Zuckerpfad hoch und dann kommen wir auch am Hundestrand raus. Amy muss an jeder Ecke schnüffeln. Ja. Sand und Wasser. Guck mal, der Sand, da läufst du gerne durch. Auch wenn Amy! Nein. Alles wird markiert. Alle 3 Meter. So viel Pipi hat die gar nicht. Na, aber nee. War das okay. Wenn man sich jetzt mal bedenkt, wo wir eben noch im Auto saßen, am Hafen, am Festland, strömender Regen und jetzt haben wir hier fast strahlenden Sonnenschein, kaum zu glauben. Der Zuckerpfad führt durch die Bühnen, ja? Durch die Bühne. Zum Hundestrand, überhaupt zu der Nordseite der Insel, da wo kaum Gezeiten sind und eigentlich immer Brandung und ein riesenlanger Sandstrand. Über 20 Kilometer lang. Wo irgendwie jetzt? Noch mehr. Wow, Amy, was kommt jetzt? Sand, ganz viel Sand. Guck mal, was ist das denn? Wessi. Ganz viel Wessi. Ganz viel Wessi. Erzähl mal was. Wir sind jetzt am Strand, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Und ja, ich bin auch noch ganz davon geflasht, gerade weil ich liebe Meer und Strand. Vor allem die Ortsinnere, da ist ganz toll. Hier sind über 20 Kilometer feinster weißer Sand am Stück. Thank you.
Baby hat Spaß im Sand. Am liebsten wäre sie jetzt von der Leine, aber das geht ja nicht. Das glaube ich, ja. Aber der wird jetzt hier rumstüppen und ja, hätte Spaß. Und kaut sie nachher im Zug, oder? Oh. Na, ab und tut sie nicht, das geht dann schon. Vera hat ja Leckerchen. Ah, du Riese, ja. Oh, ich sehe. Da bist du, aber jetzt wieder mit dabei. Aber Lotte auch. Ah, da ist die Schuhe. Was schön, ne? Ja. Ja, unfassbar, wie das Wetter wechselt. Wow. Das ist Wahnsinn. Du stehst da auf der Fähre am Festland in Norddeich und denkst, oh mein Gott. Ihr habt ja den Regen gesehen, ne? Das hat geklatscht, geblitzt, gedonnert. Und je mehr man Richtung Insel kam, desto besser wurde das Wetter. Und so viele Kilometer vom Festland sind wir nicht, 14. Hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet, ne? Unfassbar. Okay, ab und zu mal Scheuerchen, aber ja. Ich hoffe, morgen wird es auch so. Da gehen wir nämlich auch wieder ans Meer. Da ja, freue ich mich. Unser 5. Norderney-Urlaub. Ja, genau. Es zieht uns immer wieder zu. Noch nicht so viel wie im Schwarzwald, aber wir arbeiten dran. Oh, guck mal, jetzt hat irgendwie keine Lust mehr. Naja, beziehungsweise jetzt, wo meine Mädchen im Sand sind. Hey, ist noch ein bisschen chaotisch hier. Tada. Wir haben, wie gesagt, unser Zeugs abgelegt und sind direkt ans Meer. Und ich habe eine traditionelle, ja, ich würde fast schon sagen, es gehört einfach ans Meer, was ich mir hier gekauft habe. Es ist ein friesischer Sandapfel und den gibt es so eigentlich nur hier auf diesen Inseln. Dun, dun, dun. Und
diesen friesischen Sandapfel lasse ich mir jetzt schmecken. Nee. Fun Fact. Wir waren gestern Abend in Gerolstein bei uns auf der Kirmes, genau. Und Michel hat sich noch einen Schokoapfel mitgeholt. Genau, wir wollten eigentlich nur noch eine Runde Riesenrad fahren, aber irgendwie sind wir dann doch versagt und dann dachte ich, so ein Äpfelchen geht immer. Ja. Okay. Guten Appetit, beiß mal rein. Danke. Amy will auch vom friesischen Sandapfel. Oh, willst du einen friesischen Sandapfel? Ja. Nein, nichts für kleine Hunde. Vor allen Dingen, Amy geht jetzt gleich in die Dusche und da waschen wir Salz und Sand ab. Oh, ich probiere mal. Dum, 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 da, da, da. Ah, knackt schön. Schmeckt gut. Perfekt, dann lass ihn dir schmecken. Wir sind jetzt zurück vom Meer. Ich habe Amy sauber gemacht, war auch duschen und ja, Amy und Papa liegen jetzt im Bett und pennen.